Hello, beautiful people und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagsvlog. Yay, ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet eine gute Woche. Wir starten heute unseren ersten Sommervlog, denn wir haben vor, unsere Terrasse wieder schön zu gestalten. Wir wollten heute im ersten Schritt einfach mal den Boden reinigen, weil da einfach noch voll viel Dreck drauf ist. Insbesondere Blütenstaub, den wir ja absolut nicht vertragen. Und deswegen wollten wir im ersten Schritt erstmal den Boden reinigen. Das macht Nettie gerade, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Und dann wollten wir um das Gelände unseren Sichtschutz wieder anbringen. Den hole ich jetzt aus dem Keller und wir nehmen euch jetzt mit. Und ich hoffe, es gefällt euch, denn die Videos aus dem letzten Jahr, die kamen eigentlich relativ gut bei euch an, aber da haben wir gerade angefangen zu vloggen und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch noch in die alten Sommervlogs reinklickt und euch das mal anschaut. Dann wisst ihr nämlich schon mal so ein bisschen, wie es aussehen wird am Schluss. Für diejenigen, die uns schon so lange folgen, die wissen ganz genau, wie schön unsere Terrasse war. Und für diejenigen, die neu sind, kleiner Spoiler-Alarm, schaut einfach mal in die alten Vlogs rein. Da haben wir euch das nämlich auch alles aufgenommen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem neuen Sonntagsvlog. Man nimmt jetzt an, dass jetzt so langsam der Sommer kommt. Morgen ist wieder Regen angesagt. Wir haben unser Netz aufgehangen. Das soll einfach dafür sorgen, dass die Fliegen draußen bleiben, Wespen und Co. Und wir haben jetzt schon angefangen, die Terrasse feucht zu bekommen. Wir haben uns für heute zumindest vorgenommen, ein bisschen zu schrubben. Ekelhaft, wie die mir immer alles hier voll scheißen. Ja, das wird uns jetzt die ganzen nächsten 3 Monate übelst nerven. Ja, die lieben Täubchen, die koten halt hier, ne? Ja. So, ich habe jetzt noch mal einen ganzen Eimer Wasser gefüllt. Nettie putzt, ich gebe immer wieder ein bisschen Wasser nach. Rutscht bitte nicht aus. Nee, nee. Das ist jedes Jahr das Gleiche. Für uns war es wichtig, jetzt einfach mal die Terrasse sauber zu machen, weil hier lag ganz, ganz, ganz viel Blütenstaub drauf aus den Bäumen und die Pollen sind hier rüber geweht, sage ich jetzt einfach mal. Und Nettie und ich, wir haben dieses Jahr starke Allergie. Hier, die sind Algenvernichter. Hier, ich komme mal ganz vorsichtig. Den habe ich auch ausgekippt, eine ganze Flasche. Boah, merkst du das, wie die Nase einfach juckt? Ja. Oh Mann, ich glaube, wir müssen einfach jetzt neue Tabletten besorgen. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen aus dem Keller hochgetragen und wir fangen jetzt an, die Terrasse schön zu machen. Ich freue mich, da können wir mindestens wieder draußen sitzen und ein bisschen die Zeit genießen. Dann noch ein kleines Skincare-Update. Ich habe gestern das erste Mal mein Gesicht enthaart. Also Mausi hat es mir rasiert und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr gut geworden. Ich finde, meine Haut sieht direkt viel, viel, viel besser aus. Und ich habe heute wieder angefangen mit Skincare. Ich habe das gefühlt monatelang, wenn nicht so ganzes, sogar ein ganzes Jahr lang vernachlässigt. Und damit habe ich heute wieder angefangen. Ich fahre jetzt in die Stadt, treffe ich da mit Nedi und ich muss noch 2, 3 Sachen in der Stadt erledigen und halte mich auch so ein bisschen bezüglich des 30 Seconds to Mars Konzerts noch vorbereiten. Ich muss mir Lashes kleben, ich muss meinen Ansatz färben und dann habe ich erstmal Ruhe. Außerdem muss ich mir noch ein paar Sachen bei DM besorgen. Bin jetzt auch schon wieder tatsächlich auf dem Sprung. Ich bin so wenig am Vloggen im Moment. Ich muss noch ein bisschen an ein paar Vlogs arbeiten. Ich weiß nicht, wie ich das zukünftig machen soll, wenn ich jetzt Vollzeit arbeiten gehe, wie das dann mit den Videos sein wird. Ich gebe mir auf jeden Fall viel, viel Mühe, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Aber seid mir nicht böse, wenn vielleicht mal ein Sonntag kein Vlog kommt oder vielleicht mal eine Woche nichts kommt. Ich bleib dran. Ne? Nur wenn man jetzt von Teilzeit auf Vollzeit umgestiegen ist, dann ist das natürlich schon eine Umstellung für einen. Und ich gebe mir trotzdem Mühe. Ich mache mich jetzt auch direkt auf den Weg in die Stadt und treffe mich da mit Nedi. Nedi hat einfach gestern mal 2 € gefunden. What the fuck? So was passiert doch auch nicht jeden Tag. Und hat gesagt, du, lass uns morgen treffen, ich gebe dir ein Schokocroissant aus und jetzt will ich meinen Pfand quasi einlösen. So, da kommt das Wasser. Und je weiter Nedi die aufdreht im Bad, umso mehr kann ich sauber machen. Überall hast du Vogelscheiße, ne? Es ist doch nicht zu glauben. Schwimmt sie da nur dahin, ey. Also je mehr Wasser dadurch fließt, umso mehr Turbo hat der, ne? Oh, seht ihr diesen Klumpen da hinten? Ist doch nicht zu glauben.
Der bewegt sich aber auch nicht. Mistding. Ja, so kann ich halt hier super schön alles sauber machen, ne? Und so mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. So, da ist die Mausi. Ist gerade mit dem Schlauch schön alles am Abspritzen. Sieht schon definitiv besser aus. Der ist super. Den haben wir uns damals mal aus Amazon bestellt. Ja, wir haben uns heute das perfekte Wetter ausgesucht. Mach mich bloß nicht nass. Da hinten sind auch die Möbel. Die ist Nettie auch gerade am Abspritzen. Alles schön sauber machen. Da darf kein Spinngewebe mehr dran sein, Mausi. Ja, Mausi macht auf jeden Fall gerade alles schön sauber. Und im nächsten Schritt müssen wir das Unkraut zupfen. Auch hinten unser sogenanntes Zitronenbäumchen. Und dann werden wir uns nachher mal dran setzen und werden mal gucken, wie wir den Pool sauber bekommen. Ich stehe hier an der Türe und beobachte alles. Ich hoffe einfach, dass wir relativ schnell fertig werden, dass wir auch mal Karte kriegen, wo wir uns hier hinsetzen können, so wie heute. Nichts Besseres als einen Sonntag zu haben, der so ein Wetter hergibt, um dann einfach hier draußen zu sitzen. Ich bin super froh, dass ich meine Haare aus dem Gesicht jetzt entfernt habe. Ich glaube, dass das dann besser im Make-up aussieht und dass meine Skincare dann auch besser ist. Schauen wir einfach mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und ich werde mir Sachen von Paula's Choice bestellen für meine Haut, ne? Also für meine Arme, für mein Dekolleté, weil ich mag einfach nicht meine Hautstruktur. Ich möchte da jetzt dringend was ändern. Ich bin auch am Überlegen, koreanische Skincare zu kaufen, aber die sind halt super teuer. Und ich möchte halt diesen Filter-Look haben, beziehungsweise diesen Glass Glow Skin, so wie die Koreaner. Das möchte ich gerne irgendwie erreichen. Ich weiß, das wird ein langer, langer Weg. So, jetzt machen wir den Teppich sauber. Das, was noch geht. Der wird jetzt erstmal eingesprüht. Voll, Nettie. Ach, den machst du auch. Kannst du das mal zeigen, was das ist? Moment. Das ist was leer, ne? Ja. Ich glaube, ich muss noch mal eine Online-Bestellung machen bei DM. Sag mal, welcher ist das? Ist nicht ganz so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir müssen einfach noch mal einen neuen Reiniger besorgen. Aber auf der Seite, finde ich, ist das schon gut geworden. Auf der Seite ist der halt noch ein bisschen schmutzig. Oh Gott, ich habe so Allergie. Das hasse ich an den Sommer. Sobald es warm wird, fängt es an. So, die erste Seite haben wir jetzt schon mal festgemacht. Und das sieht definitiv viel besser aus. Wir haben aber bemerkt, dass wir nicht mehr so viele Kabelbinder haben. Vielleicht bestelle ich noch welche. Aber ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen sparsam sind, dann schaffen wir es bis maximal da. Ja. Teppich, der trocknet jetzt erstmal. Das ist ein kleines Update. Es ist sehr anstrengend, besonders mit zwei Mädels, die Allergie haben. Wir sind bis hier gekommen, aber weil uns, wie gesagt, diese Kabelbinder fehlen, können wir jetzt noch nicht alles bespannen. Aber so sieht das schon mal viel, 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 viel besser aus als vorher. Der Boden ist auch getrocknet, aber das ist eine reine Wascharbeit. Jeden Tag muss das sauber gemacht werden. Das ist schon sehr nervig. So, unser Schirm haben wir jetzt auch rausgestellt. Wir hatten dieses Fliegenschutzgitter ja schon letztes Jahr. Aber letztes Jahr hatten wir das immer, das hier an der Seite noch. Ihr könnt es hier unten noch ganz leicht sehen. Da unten konnten noch leicht Fliegen reinfliegen. Und ich habe das jetzt mal anders gelöst. Und zwar, ich habe hier hinten einen kleinen Streifen noch hingemacht und fixiere das Äußere hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut verständlich war. Aber jetzt können wir die ganze Zeit die Tür aufhaben, ohne dass uns da was reinfliegt. Verlinke ich euch unten auch nochmal für den Fall, dass ihr sowas auch mal braucht. Wenn wir jetzt rausgehen wollen, können wir das so machen. Steht auch schon unser Schirmchen. Und jetzt trocknet erstmal alles. Jetzt gehe ich erstmal auf Amazon und shoppe mir noch mal ein paar Kabelbinder nach.
Ich habe jetzt so lange nichts mehr aufgenommen für einen Vlog und jetzt ist es nochmal soweit. Und ja, was fällt euch auf nach nur 3 Wochen? Habe ich wieder einen Ansatz. Er will nicht, er muss aber. Das ganze Theater sieht wieder mal so furchtbar aus, ne? Oh mein Gott. Blond sein ist so anstrengend. Man muss alle 3 Wochen was machen. Ne? Alle 3 Wochen. Ich werde jetzt erstmal meine Haare durchkämmen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe. Und zwar versuche ich ziemlich schonend meine Haare zu kämmen. Und zwar hier mit dieser Bambusbürste von Evelyn. Habe ich die euch schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man damit ganz leicht so überall drüber gehen. Wir wissen alle, wie man die Haare kämmt, ne? Also ich muss jetzt nicht zeigen, wie man Haare kämmt. Damit werde ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Haare entwirren. Die sind fettig als fuck. Ich war auch heute in der Stadt unterwegs und habe mir Haarparfüm reingesprüht und Sonnenschutz. Einmal das und diesen Sonnenschutz für die Haare. Und der macht halt auch die Haare so ein bisschen fettig, ne? Aber ihr seht das. Hoppala. Was ist das wieder für ein Mörderansatz? Und ich habe keine Lashes. Die muss ich mir auch gleich noch machen, weil am Sonntag geht es ja zu 30 Seconds to Mars in die Lanxess Arena. Und da freuen wir uns doch richtig drauf. Es ist zwar ein Sonntag und Montag muss ich arbeiten, aber ist nichts zu ändern. Und ja, davon lassen wir uns nicht die Laune verderben. Ich bereite mich jetzt so gesehen für das Konzert jetzt noch vor. So kann ich ja nicht rumrennen, so kann ich nicht. So ist ja die Sänger zu Mars, hallo. So kann ich nicht. So ist ja die Sänger zu Mars. Und ich dachte, ich zeige euch einmal das Before und einmal das After gleich oder morgen. Ihr wisst, dass ich vorher einen Tag brauche, um The Roots zu blondieren und einen Tag zum Abmattieren. Schaffe ich nicht anders. Und da heute schon Freitag ist, wann soll ich das machen? Also ich bin immer wie immer auf den letzten Drücker. Und das ärgert mich. Oh. Deswegen, ich verliere jetzt keine Zeit. Ihr kennt meine Produkte. Ich will euch einfach nur mitteilen, dass ich mich jetzt wieder selbst blondiere. Und beim letzten Mal habe ich ja ganz schnell wieder abgewaschen. Ich denke, es wird wieder so passieren. Aber ich gebe mir Mühe. Komm, ich gebe mir Mühe, die Blondierung so lange wie es geht drauf zu lassen. Das ist jetzt auch noch nicht der schlimmste Ansatz meines Lebens, aber wir müssen was machen. So geht's nicht. Ich werde auch immer empfindlicher, was das betrifft. Ich finde, das sieht asozial aus. Oder? Ich versuche wirklich die Blondierung etwas länger drauf zu lassen als beim letzten Mal. Suche ich auch die Tönung ins feuchte Haar zu machen. Ich habe ja so eine Sprühflasche noch gar nicht ausprobiert. Ich habe die mir damals gekauft für das Rosmarinwasser, was ich mir selber machen wollte. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Diese Sprühflasche werde ich, glaube ich, gleich benutzen, um meine Haare wieder ein bisschen feucht anzusprühen. Und ich wollte Nanny noch gefragt haben, ob sie mir noch ein bisschen die Spitzen schneidet. So gerade im nassen Zustand. Das haben wir auch noch nie gemacht. Mal gucken. Mausi hat sich gerade was nach der Arbeit hingelegt. Und ich muss jetzt meine Haare machen. So, ich bin jetzt fertig mit dem Auftragen. Es hat dieses Mal wirklich besser geklappt. Ich habe meine Haare aber geschützt und zwar mit folgendem Produkt. This right here. Das Produkt habe ich in die Längen gegeben und habe somit meine Längen geschützt. Und bin eigentlich relativ zufrieden, auch mit dem Pinsel von Senkins, mit der Blondierung und dem Blondierungsbrett. Das Einzige, womit ich nicht zufrieden bin, ist tatsächlich mit dieser Löffelwaage. Das hatten einige von euch uns ja auch schon geschrieben, dass die scheiße ist. Und ich muss das leider ein bisschen bestätigen. By the way, ich habe Alufolie auf dem Kopf extra, damit die Blondierung darunter schneller zieht. Durch die Wärme, die auf meinem Kopf jetzt unter der Folie entsteht, da kann die Blondierung besser ziehen. Und ich hatte auch sehr fettige Haare, das habt ihr ja eben gesehen. Und dann zieht die Blondierung halt einfach schneller. Und es ist schon 20 Uhr durch, also 21 Uhr schon fast. Ich lasse das Ganze jetzt auch nicht mehr so lange drauf. Also leider ist diese Löffelwaage nicht genau genug. Ich mische die Blondierung ja immer im Verhältnis 1:2 an. Und ich hatte jetzt ungefähr 30 Gramm Pulver, also hätte ich 60 Gramm Entwickler, also Oxidationscreme, Entwicklungscreme nutzen müssen. Und da war halt das Problem, dass ich das nicht richtig einschätzen kann,
ob es das wirklich maßstäblich so gewesen ist. Aber egal, wir haben ja eh nur 7 Volume, also 2%, und da dürfte eigentlich nicht so viel passiert sein. Aber vom Aufteilen her bin ich zufrieden, ich bin mit dem Pinsel zufrieden, ich bin mit den Brettern zufrieden, und so langsam hoffe ich, dass ich da zufriedenstellende Ergebnisse bekomme. Ich könnte hier schon wieder so viele neue Sachen kaufen, ne? Das Ätzen bei DM. Man will für eine Sache gehen. Oder zwei. Man will einfach was kaufen. Es ist wieder Zeit, meine Haare zu färben. Jetzt könnt ihr das richtig gut sehen. Hier seht ihr meinen Braun. Oh ja, jetzt kann man das richtig gut sehen. Und meinen Ansatz. Bis hier ist noch schwarz. Aber hier ist alles grau. Ja, und ich bin jetzt echt mit mir selber am struggeln, was ich jetzt für eine Farbe nehmen soll. Ob ich wie gewohnt hiermit färben soll, mit der Poly Palette in der Farbe 909 Blau-Schwarz 1:1. Oder ob ich mich jetzt mal hier an die Isana Farbe Schwarz 20 wagen soll. Was tun wir? Was tun wir? Ich brauche ja eine Grauabdeckung, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass es hiermit nicht funktioniert, weil morgen müssen wir ja fresh aussehen. Ich glaube, ich probiere es. Ich glaube, ich nehme mal die Rossmann-Farbe. Sollte es schief gehen, decke ich damit nochmal ab. Machen wir es hiermit. Sieht so aus. This. Cool. Was ist das? Sehr sparsam. So. Schauen wir uns noch gemeinsam die Rückseite an. Mittelbraun. Wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin hier. Ja, ich erwarte auf jeden Fall ein schönes Schwarz. Probieren wir es. Was ist das vorher? Und gleich das nachher. Ich wollte euch das Endergebnis zeigen im nassen Haarzustand. Ich liebe ja eigentlich schwarze Haare, aber bei dieser Haarfarbe habe ich einfach mal 3-mal hintereinander eine Panikattacke bekommen, weil ich einfach die Farbe nicht mehr runtergekriegt habe. Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das abkriegen soll, und jetzt erzähle ich euch etwas, das werdet ihr mir nicht glauben, wie man das hinbekommt. Ich habe ja weiße Fußnägel und mir ist ungelogen Haarfarbe unterm Zehennagel gekommen. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber das hat mich zum Heulen gebracht, weil die Nägel sind frisch und es ist weiß, Leute. Es ist einfach weiß, und ich werde mir diese Farbe nie wieder kaufen, und ich werde auch grundsätzlich keine Isana Haarpflegeprodukte mehr kaufen, weil ich einfach nur Enttäuschungen dadurch bekomme. Und ich kann super schlecht mit Enttäuschungen umgehen, und ich bin einfach nur froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Grauabdeckung gleich yes, aber können wir darüber bitte sprechen? Ich bin morgen auf einem Konzert, Leute, und ich kriege diese schwarzen Flecken einfach nicht mehr raus. Ich werde danach duschen gehen und hoffe, dass ich die Flecken nach dem Duschen runterkriege. Das ist das Ganze im nassen Haarzustand. Und jetzt gehe ich föhnen und danach gehe ich duschen. Danach muss ich mich noch rasieren, meine Klamotten noch raussuchen. Ich bin super excited. So langsam werde ich echt nervös, und wir müssen noch viel erledigen für heute.
Aber das hat mir jetzt erstmal gereicht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die Haare so kurz schneide, dass ich wirklich nicht mehr so viel färben muss, weil das kostet mich so viel Energie. Ich habe echt gedacht, die haben da schwarze Tinte oder sowas reingetan. Danach seht ihr das Endergebnis im trockenen Zustand. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hatte mir ja meine Haare gefärbt am Samstag. Ich habe das allererste Mal mit einer Isana-Haarfarbe gemacht, wo ich euch ja erzählt habe, dass ich eine ganz kleine Panikattacke bekommen habe. Und das hier ist das Ergebnis. Ich glaube, man sieht hier ein paar braune Stellen, wenn das jetzt hier nicht das Rollo ist. Moment. Ja, tatsächlich. Seht ihr das, wenn ich das hochziehe? Kann sein, dass auch ein paar braune Stellen noch drin sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, wie gesagt, eine Panikattacke bekommen bei diesem Haarefärben und habe das auch schnell gemacht und bin da auch nicht zu gründlich gewesen. Infolgedessen ist das schon realistisch, dass da schon noch braune Stellen zu sehen sind. Ich werde, denke ich mir mal, Ende des Monats nochmal mit der Poly Palette drüber gehen, weil ich einfach schwarze Haare liebe. Hier hinten seht ihr, dass auf jeden Fall noch ein paar braune Haare da sind. Aber ich habe so oder so eigentlich zu 80% meines Lebens die Haare geschlossen. Von daher juckt es mich eigentlich nicht. Ich hatte mir meine Haare für das Konzert auch geglättet und man sieht es immer noch. Und das ist eigentlich schön, aber andererseits sehen die dann so ausgedünnt aus, dass ich dann auch wieder unzufrieden bin. Also was Haare betrifft, habe ich immer so struggling with myself. Also jetzt nicht, dass das hässlich ist, ne? Also so weit bin ich dann auch nicht. Aber ich finde, es ist halt schwierig, schöne Haare zu haben. Ja, aber geglättet gefällt mir das Ganze auf jeden Fall besser als so Effekt. Ich habe einen neuen Selbstbräuner ausprobiert in der Lotionform. Das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und dann zeige ich euch auch mal im Tageslicht, wie realistisch die Ergebnisse sind. Ich kann es nämlich nicht mehr ab, wenn ich auf TikTok bin und da immer diese Filter da drauf sind. Ist doch klar, dass es dann mega geil aussieht. Ich zeige euch jetzt mal die Realität, wie man nach einem Selbstbräuner aussieht. Also es handelt sich um diese Bräunungslotion. Und die habe ich gestern Abend kurz vorm Schlafengehen aufgetragen und möchte euch jetzt auch die Ergebnisse zeigen. Ich habe den Fokus auf meine Beine gelegt und auf meine Arme und werde jetzt euch das Ergebnis zeigen, so echt wie es nun mal geht. Ne? Also jetzt ohne Filter oder irgendetwas. Ich stehe hier im Tageslicht und so sieht es eigentlich auch aus. Die Beine sind eigentlich schön. Sieht eigentlich ganz gut aus. Bin ich mehr zufrieden als an den Armen. Aber das ist halt hautabhängig, ne? Ja. Das ist das Ergebnis. Finde ich in Ordnung. Ich habe aufgehört, meine Füße mitzutarnen, weil ich finde das einfach maximal ekelhaft, wenn man hier vom Fuß- und Beingelenk so einen fetten Streifen hat. Es sieht einfach ekelhaft aus und deswegen habe ich damit aufgehört. Das war das Vorher, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt muss ich noch das Ganze runterwaschen. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich mache sowas, ehrlich gesagt, nur freitags auf samstags, von samstags auf Sonntag oder wenn ich mal Urlaub habe oder in der Wochentag frei habe oder so. Oder wenn ich wirklich sehr früh zu Hause bin und denke, dass ich das noch vor dem Schlafengehen abwaschen kann, weil es gibt für mich nichts Ekelhafteres, als wenn irgendwas auf der Haut ist beim Schlafen. Deswegen wasche ich das Ganze natürlich vorm Schlafengehen runter und ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich möchte halt einfach nicht nach so einer Selbstbräunertante riechen. Das ist einfach maximal unangenehm und ich denke auch an meine Mitmenschen.